Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute auch wieder eine geile Frage, aber auch der Klassiker. Hallo, ich habe eine alte, leidige Frage. Ich gerate immer wieder mit einem Freund aneinander. Er besitzt seit Jahren einen 55 Kubikmeter großen Koi-Schwimmteich mit 35 großen Koi. Grundsätzlich hat er schon mit vorigen Koi-Teichen Erfahrung. Die Qualität seiner Teiche ist immer dieselbe. Die Fadenalgen wären mir zu viel. Man kann die Koi zwar auf 1,45 Meter Wassertiefe sehen, den Grund an sich nicht. Ich finde das Wasser dunkelgrün, stinkt aber nicht. Die Biofilterzone ist voll Fadenalgen. Er hat in einem Jahr noch nie einen Wasserwechsel gemacht. Seine Filteranlage ist echt riesig. Er macht auch keinerlei Wasseranalysen. Er sagt immer, die Koi sind fit und aktiv, fressen und sehen prächtig aus. Mein Filter kümmert sich um alles. Ich besitze einen 2 Kubikmeter Hochteich und mache jede Menge regelmäßige Wasserwechsel. Meine Werte sind top. Meine Goldfische wachsen und sind lebenslustig, fressen und sehen auch top aus. Ich mache regelmäßig Wasserwechsel und auch um meinen Filter kümmere ich mich regelmäßig. Einmal im Monat benutze ich Phosphatbinder, da mein Hochteich lange in der Sonne steht und benutze einmal im Monat Fadenalgen-Ex. Rein biologische Präparate, da mein Hund und meine Katze ausschließlich mein Teichwasser saufen und ich auch für meine Goldfische keinerlei Chemie benutzen will. Mein Wasser ist glasklar und kann den kleinsten Kiesel auf 90 cm Wassertiefe sehen. Können Sie bitte zu meinem Beitrag äußern? Ich wäre Ihnen sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen. Sabine aus Städten an der Meer. Heißt es der Meer oder dem, das, die? So. Sabine, du machst alles richtig und du sagst jetzt zu deinem Bekannten genau eins. Da draußen fahren so viele Menschen rum, ständig besoffen, ständig zu schnell, ständig sonst irgendwas, riskieren ihr Leben, aber aus irgendwelchen Gründen verlieren sie es nie. Und nicht nur ihr Leben verlieren sie nicht, sie verlieren auch nicht ihren Führerschein. Die werden auch nicht von dem, ich hätte fast Bullen gesagt, das tut mir natürlich an alle Polizisten leid, das war jetzt so salopp. Die werden von der Polizei nicht geschnappt und keiner weiß warum. Die kriegen es einfach hin. Aber wir kennen auch genauso viele Beispiele, wo es dann irgendwann schief geht und wo es irgendwann richtig schief geht. Und genau so wird es bei deinem Freund auch sein. Wer keinen Wasserwechsel macht, und ich sage Ihnen jetzt nur ein Beispiel, wenn keine Carbonate über das Frischwasser, also keine Carbonathärte zugeführt wird und ich permanent fütter und mein Filter permanent läuft, irgendwann ist der pH-Wert so tief, dass die Fische sterben. Punkt. Ja? So, das müssen nicht alle auf einmal sein. Das kann immer mal wieder einer sein. Witzigerweise völlig symptomfrei. Ja? Ein pH-toten Fisch sehen Sie in der Regel nichts an. Gar nichts. Und deshalb sagen die Leute, ah, der hat einen Schlaganfall, der hat einen Herzinfarkt, der hat dies, das, jenes. Aber in Wirklichkeit ist er pH-tot. Aber pH-Wert zu messen mit den Tröpfchentests kann man in der Regel vergessen. Ein anständiges Gerät ist in der Regel nicht zur Hand. Und darum werden diese Fälle häufig nicht entdeckt. Und wie oft waren wir zum Bloggen schon draußen und haben wirklich Teiche gemessen, die perfekt gemanagt waren, die auch Wasserwechsel gemacht haben, aber einfach nicht genug. Oder das Leitungswasser war zu weich, es waren zu wenig Carbonate drin und irgendwann sind die Fische tot. Also ich sehe das als einen Akt der, nicht Tierquälerei, ist ein hartes Wort, Qual, aber es ist ein Akt der fehlenden Fürsorge, des fehlenden Fachwissens. So jemand sollte eigentlich keine Tiere halten. Ja, das ist wie eine Katzentoilette, wie wenn ich sage, oh, meine Katze scheißt die ja voll, bin doch ich nicht schuld, die scheißt doch die selber voll. Irgendwann baut sich das auch biologisch wieder ab. Natürlich kommen irgendwann mal Bakterien, die dieses Katzenklo wieder leer machen. Aber bei der Katze kann ich Ihnen sagen, die kann ja abhauen. Die scheißt in dieses Ding irgendwann einfach nicht mehr rein. Ja, die hat irgendwann auch die Schnauze voll von diesem Katzenklo, was keiner sauber macht. Und deshalb, die Fische, die können uns keine Signale senden, die können uns natürlich Signale senden durch ein komisches Verhalten. Das funktioniert alles lange, in manchen Fällen erschreckend lange, nicht erstaunlich, sondern erschreckend lange. Aber der Kipppunkt wird irgendwann kommen und dann ist Schicht im Schacht, weil du schreibst ja auch, er hat viele Algen, er hat so ein leicht grünes Wasser, man kann den Boden nicht sehen. Das sind alles zusätzliche Faktoren, die weiter Carbonate ziehen. Ja, also die holen die Carbonate aus dem Wasser, sorgen weiterhin auf der einen Seite für ein weiteres Absinken des pH-Werts. Aber solange der Algen hat, ja, beschreibt jetzt ein ganz geiles Beispiel, was zum Beispiel zur Katastrophe führen kann. Solange der Algen hat, ziehen die Algen das freie CO2 aus dem Wasser, was die Fische abatmen durch die Fütterung.
Solange Algen im Wasser sind, ziehen die Algen dann wieder das CO2 raus, sorgen also dafür, dass es kurzfristig nicht zu einem tiefen pH-Wert kommt, weil das CO2 entnommen wird für die Photosynthese. Jetzt aber kommt er morgen auf die Idee und sagt, jetzt haue ich auch mal einen Algenvernichter rein, den die liebe Sabine verwendet. Jetzt tötet er seine Algen und das alleine könnte schon dazu beitragen, dass die Fische sterben. Die sterben dann nicht am Algenvernichter, der wird dir vielleicht dann sagen, hey Sabine, jetzt habe ich deinen angeblich biologischen Algenvernichter in meinen Teich geworfen und meine Fische sind jetzt tot. Was ist das für ein giftiges Zeug? Nee, das Zeug ist nicht giftig, sondern er hat seine wahrscheinlich letzte Lebensversicherung, bei seinen Fischen das Leben, Überleben rettet, die CO2-Entsorger-Algen, die hat er getötet und wenn die nicht mehr da sind, dann kann das CO2 im Wasser verbleiben und sorgt dafür, dass der pH-Wert ganz schnell absinkt. Ein Problem von der Algenblüte zum Beispiel. Wäre eine richtig fette Algenblüte, wenn das Wasser grün wird, eine richtig fette Algenblüte im Teich hat, kann einen sehr hohen pH-Wert haben, weil das ganze CO2 im Wasser entzogen wird. Stirbt sie aus irgendeinem Grund, fällt der pH-Wert häufig um 1 bis 2 Schritte. Und das braucht kein Mensch. Also Sabine, mach du, wie du es machst. Ich verspreche oder ich garantiere deinen Käufern ein langes Leben, aber dein Kumpel, der zeigt ihm den Block und dann kommt er vielleicht dahinter, dass es nicht genau das Richtige ist, wie er es macht. Vielen Dank für deine Frage. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.